Marderbiss. Ganz einfach. Der Marderbiss. Und dann beißt er den Fuß. Hast du Angst vor Marder? Nein. Der hat so einen großen Maul, habe ich gesehen. Doch, dann such mal raus. Ich stehe richtig zu Berge. Bitte. Dein Vater immer gerettet, weißt du noch? Bei mir steht wenigstens alles noch. Dann kommt, ich hol die Blumen nur. Oh, wenn du die hast, komm ich auch. Au, je, 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 je. Was bist du wieder am Jammern? Er hat sich gepiekt. Hast du dich gepiekt? Boah, jetzt packe ich aber nicht. Ich habe kräftig zugepackt und da sind Stacheln drin. Boah, ja? Wirklich. Da sind hier Stacheln drin und voll die Stacheln abgerissen, alle, nur noch die Stumpen hängen und alle den Finger reingedrückt. Oh. Da sind das Rosen, wa? Weiß ich nicht, ich kenne mich nicht aus. Die haben ja, Stacheln, die Rosen, ja. Peter. Ah, weiß ich doch nicht, die Mutterchen war so blumenlieb. Oh, Mama Mia. Manfred und Günther. Ja. So sieht einer, wenn er durchdreht. Ja. Den hat Mama Mia. Oh. Guck mal an, hier eine schicke Brille. Mhm. Und ein Nasenring. Geh nicht, klappe auf. Ja. Wie sieht das aus? Manni, weißt du, wie du aussiehst? Ganz ehrlich, beknackt und warum? Bescheuert. Ich bin innen. Hör auf, Manni. Ja, mein Kerl. Scheiße. Ah, ich hab die wieder. Meine Mundschatschos. Man, hör doch mal auf, du hast letztes Jahr Sepp vor die Fresse gehauen. Deswegen hast du auch so einen dicken Kolbenfresser im Gesicht. Ja, Mann, das sieht man, wie du aussiehst. Ah, meine Mundschatschos. Wenn die Haut immer so die Fresse, wie es letztes Mal gemacht hast. Geil aus. Ja. Ja, ich bin doch nicht bescheuert. Komm, du kannst es besser. Hier, zeig komm mal. Her, komm her, komm her. Nee, mach mal. Ja. Du haust dich ja selber, mach mal. Ja. Jo, jo. Juhu. Aua. Scheiße, ich darf lieber sein. Du hast dich selber geschlagen. Feierabend, Feierabend. Du hast dir mit die Schatschuss auf den hier, Kopf gehauen. Hier, da, dicke Beule, da. Hast gesehen, das dicke Beule jetzt. Hey. Oh, krieg direkt eine Hoher. Hokus, Pokus, Tibitzimus. Kommt da nicht hoch, Uwe. Scheiße. So einfach ist das nicht. Mach das mal, ja. Machen wir mal jetzt. Okay. Bis gleich. Krank ist er, aber Hunger hat er immer. Ich hab sie! Ich hab sie! Ja, Jens! Gut! Komm mal her! Das kleine Ding, ich hab alles. Da ist sie doch! Das ist sie! Das ist sie! Das ist sie gewesen hier! Ja. Was hält er von den Delta? Ja, da fahren wir nicht. Wenn du Gamma. Fährst, ach, ist egal, wie Gamma oder Dakaka-Damma. Ja, scheißegal. Der Manni mit der Gamma. Guck mal, der ist lebendig. Mal sehen, ob er was versteht. Kuddeldudel. Ach, oh, sind die aber niedlich. Guck mal, die haben kleine Beinchen. Da müsst ihr mal mit nach Hause den Peter in der Badewanne laufen lassen. Was hältst du davon? Und dann beißt du mir in fünf Finger. Nee, nee, nee. Da beißt du woanders rein, Peter. Ja. Der Marmedeck, der streicht. Meine Alufelge kriegst du nicht. Die Reifen. Ja. Ich streich lieber die Mädchen. Hab ich mehr ja, auch, aber die Alufelge auch. Sechs. Videos. Uwe. Ferkel. Peter, normal könnten wir ja mal aussteigen, mal hier rüber gehen, wa? Nee, Uwe. Das wäre was. Das glaubst du nicht. Ich hab das der Karin versprochen. Guck mal, das ist auch so eine Süße. Ach, du alte Sau! Guck mal, die reicht, reicht. Ein noch. Hey! Na, Uwe! Alter Ferkel! Telefon schon wieder. Hätte ich nie gedacht, dass das Telefon ist. Moment. Nivea, Sonnenmilch. Ey, Manfred, was für deine Wenigkeit, wa? Zeig mal, gib mir mal ein bisschen drauf. Ja. Oh, Manni, da ist ein Prop rausgeflogen. Du bist doch ein alter Mann. Da war ein Prop vorher. Komm. Hast du gut gemacht.
Weißt du, wie du die weicher kriegst? Einmal oben drauf hauen. Guck mal, die gehen hoch und runter, dann werden sie weich. Für die Zähne. Das ist die Wahrheit. Ich brauche hier nichts. Nein, du Ollern. Du Ollern. Mallorca Money. Ja, ist doch Mallorca. Angeber, Mallorca Money. Mallorca Money. Ist doch egal. Sag mal die Wahrheit, wie das hier ist. Eine Buttel voll Wasser und eine Diet Cola. Grazie. Adios. Oh, okay. Da ist ein Schild, Bürger wollen direkt da kann ich nicht hier durchkommen. Wäre ich um die Runde gefahren, wäre ja, einfach. Ja. Aber normal nehme ich eine Schubkarre zum Schieben und Trage, nicht zum Trage, 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 Kurt. Nein, Schubkarre, Tragekarre. Ah, Manni! Tragekarre. Manni! Ach, hey. Wir passen aber rein. Ey! Ja, ich habe ein kleines Blatt. Ja, komm, stell den hier an. Ich dachte, der ist immer Äpfel. Ja, aber das ist auch... Ja, ja. Bist du auch Arsch? Der ist Äpfel und wird immer dicker, ja. Wa? Vier Beine haben wir auch. Ja, wir dürfen nicht so viel Äpfel essen, sonst werden wir so dick wie der Manni. Spaß und nachher lecker. Ich fühle mich noch jung und knackig. Sag, wo bist du knackig? Das sieht man doch, oder nicht? Und wie man das sieht. Es erwacht das Kind im Manne. Uwe und Manni bitten zur Schlacht auf dem Heuboden. Manni, schmeiß raus, dass er dich wieder runterschmeißen. Was? Ferkel. Nein, das ist viel zu staubig. Jungen! Ja! Komm endlich runter! Manni, komm runter! Eine richtige kleine Storche! Komm. Da bist du, Feigling. Du bist genauso wie der Uwe. Du kleiner Frechdachs! Hä? Bist wie Uwe. Große Klappe, nichts dahinter. Du kannst froh sein, dass ich den Hals nicht umdrehe. Aber ich kann das ja nicht. Ich kann kein Tier töten. Sei froh, du alter Sack, versteckst dich hinter deine kleinen Mädchen. Ha, Feigling! Dafür krieg ich ein paar Eier von euch, gell, Hühner? Ja, ihr seid ja nett. Mädchen sind immer nett. Hier sind Eier drin. Ein schönes, saures Ei. Lebt noch nicht. Lebt noch nicht. Lebt noch nicht. Nein, das ist verschmutzig. Das ist schön. So, eins für Uwe, eins für Manfred, eins für Peter. Ha, noch ein weißes. Und eins für später. So, vielen, vielen Dank für die Eier. Ich lasse sie gut schmecken, meine Brüder geben es auch. Dann durfte es etwas Krach machen. Klar? Ja, du siehst auch so aus. Da war aber eine Arbeit. Ja, und sieht dann, man aber und dann auch. Ist man überfällt, dann so auch hier. Weißt du, wie du aussiehst, Manni? Weißt du, wie du aussiehst? Wie so ein Geisteskranker. Elf! Du musst mal arbeiten lernen, ja, Peter. Ja. Manni, das ist der neue Pullover. Schön. Du hast einen neuen Pullover? Den hast du schon 100 Jahre hier. Nee, 150 Jahre. Jetzt kann ich mir vorstellen, was der Uwe fühlt. Jeder schweigt und genießt. Ich bin gerade dabei, wenn du mich nicht störst. Und genieße. Deine Günther, komm vor! Nein. Das wollen wir mal sehen. Günther, ich... Günther! Günther! Extra die Finger umdrücken! Ja, muss ja sein. Ich tritt dir in den Arsch rein! Oh, das Knie ist wieder heile. Wie ist das? Boah, das schmeckt wie vergammelte Gras hier. Bach, ne. Oh, ich hab was Besseres. Du mal probieren, die schmecken. Nee, eben sowas nehme ich nicht im Mund, sowas Ekliges. Ein bisschen laufen erstmal jetzt. Ich bin nass! Das ist normal. 2 Liter ungefähr. Dann kommt er hier komplett rein. Da fühlt sich mein Uwe wohl. Richtiges Wildschwein. Ja, du bist ja auch eins. Du bist der Bruder davon. Ahnung, du bist der Bruder davon, hundertprozentig. Ja. Das ist dein Schweinchen. Ich meine, dein Bruder. Nee, ich bin ja dein Bruder. Scheiße. Ja, Peter, das ist doch was Besonderes. Wa? Ja, dich möchte ich bestimmt nicht begegnen im Wald. Du mit deiner Hauer. Jetzt bin ich der Bach! Du bist ein richtiger
Müllsucher Peter Eichnicht. Was er da macht, der Manny, der ist verrückt. Warum? Der tut seine Hand auf, runter, auf, ja. runter. Jetzt will ich dir eins sagen. Du rutschst es auf. Das fällst du voll auf den Kindern. Mit den Knochen gebrochen alles. Das sind dumme Menschen, die sowas machen. Das sind sportliche Menschen. Mach es besser. Ich mach es ja nicht. Mach mal. Ich bin ja nicht dumm. Aber so verrückt sind wir nicht. Komm, Peter, wir hauen ab. Manfred Uwe! Die Wurst ist fertig! Es war nicht mein ganz mein Ding, aber... Es ist trotzdem schön. Du kannst am besten die Natur genießen. Ich fahr gerne und dann Kilometer weit. Ach, guck mal, da sind die Jogger, die sind auch gut ran, ja. Wa? 1, 2, 3, olé. Hi. Tut mir das alle Salat. Salat hier mit weg. Ja. Heute Abend, oder? Ja, für ich habe im Fernsehen gehört, dass man das essen kann. Rein. Könnte man etwas da nicht Pullover draus machen? Das ist ziemlich hart, richtig. Nur trocknen muss man den. Ja. Ihr seid doch Ferkels. Mhm. Da musst du dich in die Tasche stecken. Mach ich doch, warte doch. So, nimmst du mit, Peter, kannst gleich ja. Frühstück nehmen. Ja, genau. Alle Erlebnisse. Darf ich da überhaupt drauf? Ja, da können Sie ruhig raufstehen, ja. Wie du mir anpasst. Ah, das ist kein Problem. Mandy! Mandy! Manni! Ich hab mich mal langsam. Der zieht mir weg von den Planke. Offen geschnitten, Kirsche rein, Kirsche bestreut etwas mit Sahne. Und dann beim Peter rein. Nein, die passt überhaupt nicht da rein. Ah, ich habe gesagt, beim Peter rein. Was meinte ich damit? Lecker. Schüben! Ach, du machst doch überhaupt gar nichts. Ich schieb wirklich. Da guckt doch mal an, gar nichts. Kein Millimeter. Fauler Sack. Der ist so faul. Jetzt pack ich an, jetzt klappt es. So. Nee, weil du überhaupt gar nichts machen willst. Doch, Arbeiten klar, ist ein Fremdwort geworden für dir. Mann, ich muss doch lenken. Mach langsam, Manni. Hör mal damit auf, du Sackkopf. Ich halte dich doch fest. Guck mal da oben, bis du hochmachst. Hey, du Mann, das ist Stoßstange. Hey. Ja. Das war aber schon besser. Peter, du musst auf Bremse. Oh, geil! Überleg mal! Romantik pur! Sport! Sportlich! Da hinten ist wie ein Rocker! Für mich! Ja, für dich, ja, Rocker! Ja. Altes Schätzchen auf dem alten Schätzchen! Scheiße! Was ist denn Graben? Ihr müsst euch nicht verlegen mit dem Gewicht! Gesund, war. Weil die ja. Fische leben. Ich bin so viel gestochen, da ist mir scheißegal, ob ich an Schlamm, das ist auch Natur. Ja, ich mach mein Gewicht aber nicht. Aber Peter, jetzt sieht er echt wie ein Urwaldmensch aus. Ja. Hast du hier eine Höhle oder wo du drin lebst? Ja. Ich dachte, du bist nicht naturverbunden. Die Steinzeitmenschen. Ja, das weiß nur der Lagermeister. Und der ist mit meinen Brüdern gerade am Kämpfen, am Überleben. Hey, klasse! Das hat ja mir Genick geschlagen. Volle Genick, der Mensch. Bär, Bär, komm her! Komm her! Bär! Beine! 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 Guten Morgen, ihr Mumus. Bisschen Frühsport wird euch auch nicht schaden. Dann gibt es Vita Sportmilch. Da macht ein paar Kniebeugen. Peter, das tue ich mir nicht an, wenn du in der Badewanne sitzt. Und ich gehe dann rein und bringe dir was da rein. Den Schock tue ich mir nicht ich an. Ich hab gesagt, Badehose, du dummer Sack. Oh, Rudolf. Mama mia. Jeder Körper ist schön. Ach, Mann, da klebt der Kopf hier drin. Ach, Mann, da wird ja bescheuert da drin. Du musst aber auf den Kopf, richtig. Ey, hör doch auf, Mann! Ich mag die Dinger nicht, das weißt du.